Hallo, hallo, hallo. Gut, willkommen zurück in DayZ, der wunderbaren kleinen Welt hier. Klein vor allem. Wir haben uns einen Server gesucht mit 20 Leuten. Dass mal wieder ein bisschen mehr Action und Aktion und alles hier unterwegs ist. Weil da letzter Zeit war ja, abgesehen von dem kleinen Abstecher, wo Jascha jetzt nicht dabei war, als wir beim Airfield waren, wo wir ja auch jemanden gesehen haben. Aber abgesehen davon war es doch eigentlich relativ lahm. Ich war da nicht bei? Nee. Okay. Es war am Montag oder am Sonntag. Ja. Okay, hier ist sonst nichts mehr im Haus, dann lass uns einfach jetzt... Aber dann lass mal aufpassen, also wir sind jetzt auf dem Weg zum Denis. Auf dem Denis-Weg. Der ist nämlich hier in Svetlovyansk in der Feuerwehrstation. Polizei. Da vorne ja, steht einer mitten auf der Straße. Aber ein Zombie. Das ist aber, glaube ich, ein Zombie. Ich mach dir mal gerade... Ich bin da im Haus drinne. Da stehen zwei Zombies mitten auf der Straße. Ich hack den mal gerade weg, ne? Paul? Ja? Vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen, ne? Nee. Es sind echt viele auf dem Server. Drück mal P, dann siehst du das. Mit P? Da seh ich auch, dass ich ja Schnator einfach mal stumm geschaltet hab. Ach nee, hab ich gar nicht. Mach ich jetzt. Mikrofon kratzt, sehr schön. Und Schalker schalte ich auch mal stumm. Ja, mein Mikrofon funktioniert gerade irgendwie nicht so gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu störend. Ich hoffe, ich finde auch die Lösung bald schnell. Okay, hier ist eine normale Axt. Egal, nicht looten. Zombie. Oh, hallo, Zombie hinter mir. Hey, wieso treffe ich den nicht? Ein Zombie ist hinter mir. Der ist schon tot, Paul. Der ist schon weg. Der ist tot. Echt? Hinter mir ist ein Zombie. Ja, schon lange. Der ist bei mir schon weg. Hinter mir ist ein Zombie. Ich sehe nichts. Ich teste mal die Reichweite meiner Magnum aus, nicht erschrecken. Dann lauf mal weg, Paul. Ich gehe mal gerade wieder, weil ich glaube... Oh! Hast du gerade geschossen? Ja, ich wollte die Reichweite meiner Magnum austesten. Dennis hat doch gerade gesagt, dass... Wo bist du denn? Also... Schieß dir auch einmal, ich schieß jetzt noch einmal. Zombie. Zack. Beschütze mich mal, ich bin gerade nicht im Spiel. Ah, da vorne stehst du. So. Wir kommen, hier die Straße. Gegenüber von dir. Was habe ich denn für ein Ping? 50, das geht doch eigentlich. Leckt das bei dir auch so, Paul? Ja. Leckt's überhaupt nicht. Ich bin jetzt bei der Polizei. Ach, Dennis, da bist du, ich sehe dich. Du bist bei mir. Jetzt bei der Polizei, ja. Siehst du mich nicht, Paul? Nee. Hallo? Wir stehen. Natürlich. Ach, jetzt ist gerade der Zombie da hinten umgefallen. Jetzt ist auch gerade hier vorne der Zombie umgefallen. Und jetzt bin ich bei Dennis. Naja, eigentlich bist du jetzt... Ach, jetzt ist der Dennis hier vorne auf der Straße. Aber... Ja, jetzt ist gerade Verbindungssymbol gekommen, jetzt seid ihr alle wieder bei mir. Okay. Gut. Wo gehen wir jetzt hin? Wir wollten jetzt durchs Wett gehen. Wir gehen jetzt mal an den Hafen, weil ich das mal anschauen will. Ja, das wollte ich auch. Ist das ein kleiner Hafen. Ich weiß es nicht. Welche Richtung? Ja, einfach hier. Guck mal, da vorne ist die Kirche hier links. Ja, Moschee als Kirche, aber ist ja egal. Wir sind ja für alle Glaubenseinrichtungen offen. Zombie. Guck mal, hier ist eine Frittenbude. Zwei Zombies. Aber hier kannst du keine Fritten bestellen, Jascha, weil du bist ja... Guck mal, da vorne kommt ein Zombie. Ja, lass mal lieber die zwei Zombies hier umbringen. Ja. Am besten mit der Axt auch. Echt? Ich wollte schießen. Wolltest du mit der Axt schießen? Ja, Alter. Wie oft will der mich denn noch treffen? Ja, aber es ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, wenn man... Das läuft bei mir, als ob er im Wasser laufen würde, so ganz langsam, aber total anstrengend so. Ist das anstrengend für dich, das Spiel zu spielen? Ja. Weil ich gehe mal kurz hier in das Haus rein, das auf ist, damit ich mir mal... Nee, ist eigentlich unnötig. Schon gut, ich komme wieder raus. So. Hier liegt ein Cowboy-Hut. Brauche ich nicht. Ich habe einen grünen Cowboy-Hut. Boah, und 8 M4s liegen hier. Und es sind schon wieder zwei Zombies. Sogar jetzt keiner mehr. Nein, Dennis, liegen natürlich keine 8 M4s. Da vorne ist ein Krankenhaus oder so. Ein krankes Haus. Da sollten wir reingehen. Weil der Marcel hat ja durch seinen Tod alle Painkillers verloren. Mhm. Morphium. Nee, ich habe auch noch ein bisschen Krams, aber... Oh, warte mal, das ist noch ein Zombie.
Komm mal. Nee, hier. Lass mir jetzt geraden Weg gehen, bitte. The straight way. Straight way. Dennis ist nicht so ganz so straight. Man kann in die Busse rein, Dennis. Das ist cool. Ja. Da hinten kommt ein Zombie angerannt. Hier steht da auch noch einer. Ja, ja. Aber der hat uns noch nicht gesehen. Soll ich denn da schießen? Nein. Nein. Dann nicht. Voll heftig, bin ich schon voll auf getroffen Haus, worden. Im Haus sehe ich keinen. Hey. Hey, 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 lass mal einfach reingehen. Jascha, was hast du eigentlich für eine Waffe? M4. Achso, gut. Na, lass erstmal hier in die Dinger gehen. In die, Ich geh ins zweite. In die Fresse. Irgendwie dauert das immer, bis meine Türen aufgehen. Oh, hier liegen zwei Sachen. Hier auch Badly Damage Rope, aber das nehme ich mal nicht mit. Ne, hier liegen so zwei Klamotten auf dem Schrank, aber wo man wieder nicht drankommt, und Duct Tape. Aber das brauchen wir eh beides nicht. Ach, ein Bohrböllsack und ein Hoodie. SKS-Bajonett liegt hier. Brauche ich nicht. Das kann sich einer von euch schnabulieren. Hier unten liegt Duct Tape. Ja gut. Ah, hier sind wir auch schon direkt am Hafen. Gut, dann gehen wir mal hier in die Tür rein, ne? Dann machen wir das mal, ne? Hier sind Schuhe. Willkommen bei Deichmann. Dennis glitscht durch die Tür. Dennis glitscht bei mir ebenfalls durch die Tür. Ich mach mal hier die Tür zu. Brustmütze. Ruskaya Mütze. Müsste eigentlich Dennis nehmen. Mütze. Guckst du an die Mütze? Also, ich bin kein Russe, nur so zum Verständnis. Dennis, du bist der Russe von mir. Ich war noch nie in diesem Land, ich spreche nicht diese Sprache. Dennis, aber brauchst du Wasserpumpe zahlen? Ja, meine Mutter kann Russisch sprechen. Aber die ist nicht, die war auch noch nie in. Gut, die war in Russland, aber die hat ja nicht gelebt. Ich hab doch nicht gelobt. Ich bin da geboren, aber ich war noch nie in Russland. Ich bin in Armenien geboren, da war ich aber 3 Jahre alt. Kennt ihr den? Ja. Das ist eigentlich voll die Verarsche, weil er sagt eigentlich, aber da war ich 3 Jahre alt, als wir da hingezogen sind. Wisst? Ja. Und die haben das nur weggeschnitten, damit sich das böse, also damit sie das so anhalten, als wäre der dumm. Aber in Wirklichkeit hat er ganz normal violette Shorts. Ich habe eine violette Chance. Hier liegt ein Rasputin-Kack. Rasputin-Kack. Dennis, wenn du noch Plätze hast, dann nimm den mit. Den Dennis, bist du denn ganz oben? Den Rasputin. Keine Ahnung, ich bin hier im Flur. Ist, glaube ich, ganz oben, ja. Wo ist der Rasputin? In der, ja, genau, ganz und jetzt links. Geh mal, nee, zurück und dann links. Hey, warte, seid ihr beide im gleichen Gang? Ja, wir sind alle im gleichen Gang. Bist du doof, ey. Oh, da ist er. Schon weiter oben. Boah, aber ich dachte, ey, wer hat da gerade geredet? Ich nicht. Wir haben uns da hat gerade irgendeiner Ingame geredet. Wir haben uns doch alle gegenseitig auf stumm, oder? Ja. Hast du das? Das musst du bei jedem Neustart, also bei jedem Spielstart neu einstellen. Dennis, mach du das auch mal. Auf P drücken und dann auf unseren Namen, ja, Schnator zum Beispiel, und dann auf stumm klicken. Dann hörst du uns nicht mehr, wenn wir Ingame reden. Dann hörst du die Sachen nicht mehr doppelt, weißt du? Ja, Schnator. Und dann auf stumm, okay. Und bei mir auch. Hier ist Duct Tape Pristine, soll ich das mitnehmen? Alter, er schießt den. Nee, ja, ne? Pristine ist Duct Tape? Ja, warte, nehme ich das mit. Ich hab kaputtes Duct Tape. Ich sehe jetzt eine, oder was meintet ihr? Ja, keine Ahnung, also hier oben im Gang nicht, aber ich habe jetzt auch Ingame reden gehört. Hier, ich lass dir hier hin. Also ich hab nicht Ingame geredet. Ja, oder wenn du noch Platz hast, dann nimmst du das mit, Jascha. Oh, dass du dich nie entscheiden kannst, jetzt nimm du mit. Ich brauch so einen Scheiß nicht. Scheiße hier. Gehen wir aufs Dach? Nee, bei mir liegt hier gar kein Duct Tape. Ja, ich hab's ja gerade. Schau mal hier aus dem Fenster, mal gucken, ob ich was sehe. Vielleicht ist es runtergefallen. Du bist runtergefallen. Bei deiner Geburt. Ja, hab ich jetzt kommen sehen. Boom. In your face. Also hier auf der Straßenseite ist auf jeden Fall. Naja, aufs Dach ist eigentlich unnötig, glaube ich. Lass einfach wieder runtergehen. Ey, ihr habt eine gute Aussicht, wenn wirklich einer in der Nähe ist. Könnte gut sein bei so vielen.
Ey, hier liegt ein Machete. Einfach mit gezückter Waffe runtergehen, das reicht schon. Genug Vorsicherheitsmaßnahmen. Nimmst du immer die Magnum? Ja, immer wenn ich in so engen Räumen bin, nehme ich auf jeden Fall immer die Magnum, weil die kann bestimmt genauso weit schießen, fast wie die M4. Und ja. Zumindest ohne Scope. Und die hat halt mega viel Kraft. Da kannst du, brauchst du einen Schuss, dann ist dein Gegner schon so gut wie K.O. Okay. Ich Dennis. Geh mal langsam runter. Ja, wir sind schon beide draußen. Oh. Dennis? Ja? Wir haben eine Tankstelle zum Explodieren gebracht. Das wäre auch sehr lustig. Ohne Scheiß? Mhm. Jo. Guck mal, ich sitze auf der Stange. Auf der Stange sitzt ein kleiner Schnarrator. Dir mal den Schnarrator an, wie er auf der Stange tanzen kann. Guck. Voll auf Polen. Auf der Stange sitzt ein kleiner Schnarrator. Wie geil das aussieht. Dennis, guck mal, meine Tanzkunst. Ja, ich komme. Wenn ich wirklich Dennis heißen würde, würde ich mich mit 2 E schreiben. Dennis. Nee, mit 3. Bist du französischer Dennis? Ich gehe hier runter, weil das hier cool aussieht. Ich gehe hier vorne lang und dann hier rum. Wir bleiben einfach zusammen, weil das ist eine coole Idee. Ich hänge hier gerade ein bisschen, wartet mal. Dennis okay, hängt wieder. Dann gehen wir einfach weiter. Dennis ist voll hängen. Ich bin jetzt wieder da. Dennis ist ein Anhänger. Dennis! Hier bin ich. Ja, macht euch weiter eure Witze drüber. Habe ich nichts dagegen. Sollen wir mal schwimmen gehen? Lass mal alle schwimmen gehen. Aber ich glaube, dann kann das sein, dass die Waffen kaputt gehen, weil wenn da Wasser reinkommt in Magnum. Scheiße, okay, lass mal nicht machen. Ach, sieht geil aus. Schwimm mal ins Wasser. Oh, ganz knapp. Geh wieder zurück da. Da vorne ist ein Strand, da können wir von mir aus mal ins Wasser. Ich wollte mal ins Wasser schießen. Hast du geschossen? Ja. Ja. Ach so. Hast du geschossen? Hast du geschossen, Mann? Jascha, Mann. Jascha, Junge. Okay, hier vorne gehen die Schienen los von Svet. Lana, gehen hier die Schienen los, die gehen jetzt direkt runter zum Schiff. Sollen wir die einfach lang gehen? Oder sollen wir direkt Egg und so? Ja. Lass mal direkt hier am Strand lang gehen. Mhm. Ist noch geiler. Bisschen chillen am Strand. Mhm. Stellt euch mal alle hier an das Seegras, dann mach ich mal. Oder warte mal, geht mal alle so an das Seegras, ans Wasser und dann mach ich mal so ein Foto von euch. Ich hab zwar. Hast du eine Kamera dabei oder wie? Nee, hab ich eben nicht, das ist das Problem, aber. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Schön. Lass weitergehen. Ach, für ein Thumbnail? Ja, zum Beispiel. Können wir eigentlich in jeder Folge einmal suchen, ne? Eine schöne Landschaft? Ja, genau. Klar, warum nicht? Eigentlich gute Idee. Das macht Saraza auch. Tarata? Bei einmal hat er doch eine Waschmaschine als Thumbnail genommen, weil die so geil aussah in der Sonne. wie wollen wir denn nachher vorgehen beim Schiff? Sollen wir alle drauf zusammen gehen? Ja. Das ist aber gefährlich ausgegangen bei uns, Dennis, ne? Ja, muss ich ja wieder 2 Monate zurückdenken oder anderthalb, wie wir da elendig krepiert sind. Ist schon fast zwei Monate her. Das wäre geil, wenn jetzt hier Motorboot angefahren kommt und uns so abballert. Ja. Weil dann wissen wir, dass es Motorboote gibt. Ja. Besser tragisch, aber auch geil, ja. Wir alle überhaupt nicht traurig, voll erstaunt. Boah, voll geil, Motorboote. Mir reichen noch ein paar normale Autos. Boah, Autos feiern würde ich ja schon so feiern. Und Mopeds würde ich feiern. Vor allem Mopeds, die man auf Autos drauf tun kann. Und dann kannst du so, wenn dein Auto gerade kaputt gegangen ist, fährst du einfach mit dem Moped weiter. Wenn man sich selbst Fahrzeuge reinmodden könnte oder zwei Räder. Dann würde ich mir eine Simson reintun. Dann würden wir auch überall rausfliegen, weil kein anderer ein Fahrzeug hätte. Ja. Mhm. Ey, Dennis, dann müssen wir eigentlich alle 3 Simson fahren. Das wäre richtig geil. Ja, dann werden wir erschossen, so. Weil wir da mit 50 entlang tuckern. Simson fährt mindestens 60. Wow, ist ja so viel schneller. Also, ich war schneller als dein Roller und du warst getuned. Mein Roller war auch nicht getuned, der war offen. Ja, meine ich doch. Ich hab den Ring rausgetan und der war trotzdem langsam, weil das China-Short ist. Hast du dich geschieden von deinem Roller? Weil du schwer bist. Also groß. Ja, kann auch gut sein, aber...
Der hat doch wieder Menge Probleme gemacht. Könnt ihr übrigens haben, wenn ihr wollt. 500 Euro. Rotes ja, Verbindungssignal. Nee, bei mir. Ja, doch, jetzt schon. Boah, ihr seid wieder so. Wieso ist Dennis schon wieder so weit hinten? Ich weiß es einfach. Drück mal Leertaste, Dennis. Ich glaub. Nee, jetzt laufe ich ja mit angezogener Waffe. Jetzt drück mal Leertaste. Ja. Lauf doch einfach weiter und dann drück Leertaste. Ja, jetzt rechte Maustaste. Jetzt. Ja, dann, selbst schuld. Nee, das ist einfach nur, weil Dennis' Computer so langsam ist und deswegen schafft er das einfach nicht so schnell, die Position zu übertragen. Laptop, nicht Computer. Ja, noch schlimmer. Ja, eigentlich schon, aber... Eigentlich total langweilig hier am Strand, sieht zwar cool aus, aber... Ja, sollen wir auf die Schienen gehen? Aber das Schiff kommt da hinten gleich nach der Ecke. Ja, lass beim Strand bleiben. Die Schienen sind so auffällig. Wir sind 20 Leute. Hat da gerade jemand in-game geredet? Meinst du das hier? Nee, hat sich nur so angehört. Was hast du denn da für Klamotten? Oh. Zu essen, Paul. Nachos, Käse. Boah, geil, hätte ich auch gern. Und ein Käsebrötchen mit Lauge. Also Laugenbrötchen mit Käse, so rum. Wir sind echt verdammt viele auf dem Server. Krass. Ich zähl mal. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Leute. Guck mal, Heiko ist auch hier drauf. Echt? Kennst du den Onkel Heiko? Nee, aber ich hab unser alter Lehrer. Ich grüße mal einen Heiko Kühn. Hallo Heiko Kühn. Hallo. Was? Was haben wir? Dennis, nicht mehr zu erkennen. Dennis, ich bin kleiner Bruder. Ich mach dich kaputt, wenn du spielst. Ja, übertreib nicht so. Lieber zocken, lieber Wodka trinken als zocken. Geh zu deinen Brüder. Zockst du nicht, sondern spielst du lieber die lustigen russischen Spiele, ja? Ich sei so beladen mit Vorurteilen. Wie heißen Dennis, wie heißen nochmal diese Puppen? Diese russischen. Ach, die so ineinander gehen. Ja, keine genau. Mammutsch, nee. Ja, die so ineinander gehen. Mutterschiff. Wie heißen die nochmal? Ja, das kommt jetzt gar nicht, warte. Kommt das erst da hinten um die Ecke? Weiß ich gar nicht. Ja, guck mal, die Ecke ist sehr viel größer. Solche, glaube ich. Ganz witzig, die Viecher. Ja, das kommt erst da hinten um die Ecke. Stimmt, wir haben jetzt erst die Hälfte geschafft. Okay, dann nee. lass uns jetzt mal schnell rennen. Ich glaube, ich muss mal angeduckt. Ich muss mal was trinken, bleib mal stehen. Nein. Ganz dringend, ist ein roter Bereich, glaube ich. Energized. Ja, okay, lass auch mal was essen und trinken. Wieso? Ja, damit wir auch wieder energized sind. Haben. Ich bin energized. Auch hydrated? Nö. Ja, hau rein, Junge, hau rein. Total unauffällig, wir sitzen hier alle an einem Fleck am Strand, sind total laut am Fressen. Nein. Kommt gleich jemand mit einer Pumpgun, schießt uns einfach alle nacheinander ab. Oder mit der M4, ja. Eine Pumpgun habe ich noch keinmal gesehen. Ja, wir haben schon so viele gefunden. Ja, so, wirklich. Nee, dass einer damit geschossen hat. So. Doch, da waren wir beide mal zu zweit unterwegs, Jascha. Oder ich war mit Marcel unterwegs, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da eine gefunden. Ja, ich bin hydrated und energized. Nee, das war eine Double Rifle. Nee. War das eine Double Rifle? Nee, ich glaube, das war eine Shotgun. So, mach hin, mach hin. Oh, hübscher Jascha. Oh, mein Firsty will nicht weggehen, ey. Ich trinke. Dein Donnerstag? Mein Donnerstag. Ich bin wieder energized und hydrated. So muss das aussehen, auf. Jungs. So muss das aussehen. Ihr kleinen Pupsis. So, endlich. Wenn du energized bist, hast du auch voll lang keinen Hunger. Ja. Ich muss mal wieder Vorräte sammeln, also essen und so. Ich hab noch ein bisschen Reis. Ah, wir können dir aber was geben. Ja. Soll ich dir eine Dose aufmachen? Boah, ich hab so viele Dosen. Nee, brauchst du nicht, ich bin auch energized. Dennis steht da hinten immer noch. Ja, ich musste mich energizen. Wir suchen dann schon mal das Schiff, ne? Jo, ciao. Kommt hinterher. So, lass mal ein bisschen beeilen jetzt, Jascha. Ja, und Dennis? Ich komm doch hier hinter, bin hinter euch. Ich renne richtig schnell jetzt. Ja, dann schaffen wir es vielleicht noch vor Folgenende bis zum Anfang vom Schiff, weißt du? Weil wir haben jetzt schon 19 Minuten. Oh. Ich glaube, das wird nichts. Ja gut, sollen wir dann lieber jetzt noch ein bisschen... Also jetzt schon Ende machen? Oder was? Ob wir wirklich den Weg finden, hinten
um diese ultimative Mega Bucht hier rumherum, die so total unübersichtlich ist, wo man nie den Weg findet. Ob wir das schaffen werden? Ja. Das sehen wir, wenn Dennis mal ankommt. Nein, das sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin immer spitz bleiben und aufs Klöchen gehen, gell? Genau, immer die Ohren spitzen, immer die Augen spitzen, alles spitzen, tut auch nicht weh. Bleistift ein bisschen spitzen. Genau. Dann würde ich sagen. Kugelschreiber spitzen. Jo, ciao. Ciao. Wer rennt da eigentlich so weit voraus? Oh, jetzt halt doch mal die Fresse, wir wollten gerade die Folge beenden. Oh, echt so. Das kennt ihr noch nicht, ne? So, jetzt mache ich nochmal. Ciao. Drei, zwei.